Leidenschaft, Kult, Freunde, Spaß am Spiel und auch Spaß mit den Fans natürlich, mit dem ganzen Umfeld. Das sind so Attribute, wo ich jetzt sage, das passt zum Verein. Ich bin eigentlich durch die Familie, durch das, dass mein Vater auch schon Fußballer war, bin ich natürlich in das ganze Geschehen hineingeboren und habe natürlich von der kleinsten Jugend an weg war ich dem Verein verbunden, habe alle Funktionen und Positionen durchgemacht, bin mittlerweile seit 1970 beim Verein gemeldet, macht mir nach wie vor Freude und es war früher und heute nach wie vor dasselbe. Das ist einfach ungemein familiärer Club mit extrem schönen Erlebnissen und macht nach wie vor Riesenspaß. Man sieht, dass der Unico ÖFB Cup in der Summe ein richtiger Marker geworden ist. Man sieht an Zuschauerzahlen, wenn man der kleine Verein gegen den großen David gegen Goliath. Wenn man da sieht, wir haben letztes Jahr ja deutlich über 2000 Zuschauer gehabt, ist einfach so, dass man sieht, dass der Unica UFB Cup funktioniert. Und wenn man gesehen hat, letztes Jahr das Finale in Klagenfurt, wie es da abgegangen ist, muss ich sagen, also ich bin ja im Profifußball sehr viel unterwegs, also so ist Stimmung dort. Ja. Man muss sagen, das Produkt funktioniert und das ist eine tolle Sache. Ja, ist natürlich für einen Verein wie Imst eine riesen Möglichkeit, sich einmal vor vielen Zuschauern zu präsentieren. Jetzt ist dazu noch der ORF-Tag. Das war das letzte Mal, war das schon ein riesen Highlight. Und heuer wird es nochmal ein Highlight werden, weil natürlich das in der Umgebung für die ganze Region wichtig ist, dass wir da dabei sind. Dass der Verein aus dem Oberinntal dabei ist. Nicht? Das ist maßgebend. Nicht? Und das ist ja wichtig für die komplette Region und speziell für den Verein. Nicht? Ja, das ist schon was Herausragendes als vermeintlicher Underdog. Dort spielen zu dürfen, ja, es ist einfach, man merkt in der Region, in Imst selber, dass da eine brutale Euphorie herrscht. Die Leute wollen zuschauen kommen und ja, Spieler selber vor 2.500 oder 2.000 Leuten zu spielen, ist halt echt, genau für die Spiele spielt man eigentlich Fußball, für das trainiert man auch.